der im Begriff ist, sich für nur ein paar Klicks das Leben zu nehmen. Es wird immer ekelhafter, ne? So, ich frag mich, wo das enden soll. YouTuber aus den USA. Dachte ich mir schon fast. Digga, das ist schon traurig, was das halt auch alles mit sich gebracht hat. Diese ganze Social-Media-Scheiße, immer wieder neue Grenzen testen, keine Ehre mehr richtig haben und so. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein, wir ziehen uns das mal rein kurz hier. In den letzten, Monaten haben wir euch immer wieder TikToker und YouTuber vorgestellt, die für Klicks die unvorstellbarsten und skandalösesten Sachen gemacht haben. So hat nicht nur eine junge Frau namens Playmate Tessie über todkranke Menschen gelacht, ein Junge namens Zachary Latham hat sogar seinen eigenen Nachbarn umgelegt, nur weil er sich davon Anerkennung im Internet versprochen hat. Ach du Scheiße, Bruder, was ist das denn? Das kann nur in Amerika gewesen sein. Also das kann nur in Amerika gewesen sein. Im heutigen Video präsentieren wir euch jedoch einen Mann, der das Ganze auf die Spitze treibt. Und zwar Nico Cardo Avocado, der im Begriff ist, sich für nur ein paar Klicks das Leben zu nehmen. Wir zeigen euch ausführlich, auf welch kranke Weise er das tut und erklären außerdem, warum Menschen bereit sind, sich selbst so schreckliche Dinge anzutun, nur weil sie denken, dass sie deshalb im Netz gefeiert werden. Es wird also echt krass, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Bevor wir dazu kommen... Boah, das ist auf jeden Fall... Also, ey, ich stimme ihm auf jeden Fall... Also, was soll ich dir sagen, Mann? Ich habe selber schon viel mitbekommen, was Leute für Klicks gemacht haben und für was die Leute auch teilweise bereit sind. Bro, aber das übersteigt gerade meine Vorstellungskraft, Brudi. Warum Nico Cardo Avocado momentan dabei ist, sein Leben nur für ein... Es wird immer ekelhafter, ne? Es wird immer abgefuckter. So, ich frag mich, wo das enden soll. Fast sprachlos. Ein paar Klicks zu beenden, wollen wir jedoch noch kurz erklären, wer er überhaupt ist. Nico Cardo Avocado heißt nämlich in Wirklichkeit Nicholas Perry und ist ein 28-jähriger YouTuber aus den USA. Dachte ich mir schon fast. Tragischerweise musste Nico Cardo eine traumatische Kindheit durchleben, da er nicht nur von einer Pflegefamilie adoptiert wurde, sondern bereits als 7-Jähriger Antidepressiva verschrieben bekam, die sein Leben nachhaltig veränderten. Auf diese Umstände und vor allem die Folge seiner traurigen Biografie wollen wir allerdings etwas später noch genauer eingehen. Vorher wollen wir euch nämlich zeigen, durch welchen Content Nico Cardo in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist. Und zwar Essen. Allerdings nicht in normalem Ausmaß, sondern in wirklich unvorstellbaren Mengen. Seit einiger Zeit bestehen die Videos von Nico Cardo Avocado nämlich nur aus einer Sache. Und zwar wie er die fettigsten und ungesündesten Lebensmittel in gigantischen Mengen vor der Kamera verdrückt. So ist es nicht ungewöhnlich, wie er sich zum Beispiel dabei filmt, wie er 10.000 Kalorien auf einmal... Boah, Digga, der wird doch immer fetter, ne? ...sich nimmt oder mehrere XXL-Pizzen innerhalb kürzester Zeit in sich reinstopft. Dabei versucht er mal um mal persönliche Bestmarken aufzustellen und jedes Mal mehr zu essen als beim Mal davor. Mittlerweile lädt er sogar so gut wie täglich neue Videos hoch, nur um zu zeigen, wie viel er essen kann. Dabei ist es fast schon überflüssig zu sagen, dass dieser Lebensstil extrem ungesund ist. Bäh. ...ist und auf Dauer ernsthafte Schäden hinterlassen kann. Der Fall von Nico Cardo Avocado ist jedoch besonders extrem. Laut einigen Beobachtern hat sich seine Lage vor einiger Zeit nämlich zu einer extremen Bedrohung für seine Gesundheit und sogar sein Leben entwickelt. So leidet Nico Cardo mittlerweile nicht nur unter Lungenschäden, die nur durch eine Atemmaske im Zaum gehalten werden. Vor einiger Zeit brach er sich außerdem ohne Fremdeinwirkung einige Rippen, da diese das Gewicht seines eigenen Bauches nicht mehr tragen konnten. Als wäre das jedoch noch nicht schlimm genug, wurde er vor kurzem außerdem offiziell als körperlich behindert eingestuft, was dazu führt, dass er regelmäßig von Ärzten untersucht werden muss. Laut vielen Experten ist es dementsprechend nur noch eine Frage der Zeit, bis sein Körper diese extremen Belastungen nicht mehr aushalten kann und Nico Cardo Avocado an ihnen zugrunde gehen wird, wenn er nicht sofort mit dem vielen Essen aufhört. Nun stellt sich jedoch eine Frage, und zwar wie konnte es so weit kommen? Im Fall von Nico Cardo Avocado ist diese extreme Fettleibigkeit nämlich besonders verwunderlich. Vor einigen Jahren sah er nämlich noch so aus.
Das ist crazy, Mann, Alter. Das ist so krass, was das Internet für Auswirkungen hat, ne? Ich bin mir fast sicher, dass es dabei nur um Aufmerksamkeit, Reichweite und Klicks ging, so, weißt du? Und das kombiniert mit einer krassen psychischen Krankheit, die er ja schon von Haus aus hatte, die bekämpft wurden mit irgendwelchen Antidepressiva-Tabletten, die nochmal einen krassen Effekt auf deine Psyche und auf dein Gehirn haben. Das in Kombination mit Aufmerksamkeit aus dem Internet zu bekommen und sich dadurch besser zu fühlen, das kann tödlich enden. Und ich, Digga, das ist schon traurig, was das halt auch alles mit sich gebracht hat. Diese ganze Social-Media-Scheiße, immer wieder neue Grenzen testen, keine Ehre mehr richtig haben und so. Das geht einfach auf die Spitze. Weißt du, mir kommt gerade das Beispiel in den Kopf, wo dieser Logan Paul da in den japanischen Selbstmordwald reingelaufen ist und eine Leiche gefilmt hat. Weißt du? Das ist halt, die Grenzen werden immer extremer. Die Leute wollen sich immer extremeren Scheiß reinziehen. Die Leute machen immer mehr extremeren Scheiß. So, das verändert sich von Jahr zu Jahr und es geht immer in eine immer extremere Richtung. Die Sachen, die wir uns damals in Pornoheftchen oder auf irgendwelchen Late Night, so, weißt du, wir haben damals gewartet, bis DSF gekommen ist, damit wir irgendwie abends so ein paar halbnackte Frauen sehen können. Heute gibt es die doppelte Scheiße auf ganz normalen Social-Media-Plattformen wie Instagram oder so. Weißt du? Das ist gar kein Reiz mehr für die Menschen und es ist auch gar nicht mehr verwerflich. So. Also das war jetzt nur ein Beispiel. Die Grenzen verschieben sich immer weiter nach hinten. Immer weiter. Irgendwann kriegst du Pornos auf Insta-Story und es ist normal. Weißt du, wie ich meine? Fuck, irgendwann hast du irgendwelche YouTuber-Gangster, die irgendwo rumlaufen und sich gegenseitig abknallen oder was, Digga. Vor seinem Ruhm war Nico Cardo nämlich eigentlich ein ganz normaler junger Erwachsener mit zahlreichen Ambitionen für sein Leben. Er spielte auf extrem hohem Niveau Geige und ernährte sich, heute kaum zu glauben, sogar vegan. Dementsprechend richtete er seinen früheren Content außerdem auf positive Messages aus und animierte seine Follower dazu, ihre Ziele zu verfolgen und sich mit ihrer geistigen Gesundheit auseinanderzusetzen. Da Nico Cardo nämlich selbst lange unter psychischen Problemen litt, war es ihm eine Herzensangelegenheit, dafür zu sorgen, dass mentale Probleme endlich offen angesprochen werden und sich niemand für sie schämen muss. Das hat aber wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt, wa? Tages sollte sich der Lauf seines Lebens aber ändern. Nico Cardo veröffentlichte damals nämlich ein Mukbang-Video. Also ein Video, in dem er vor laufender Kamera ein üppiges Gericht zu sich nahm. Damals war dieses Video nur eine Ausnahme, doch tatsächlich ging Nico Cardos Mukbang durch die Decke. Natürlich führte diese Anerkennung dazu, dass Nico Cardo von nun an anfing, immer häufiger Mukbangs zu machen und dabei immer extremere Mahlzeiten zu sich nahm. Daraus entwickelte sich eine Eigendynamik und Nico Cardos Mukbang-Videos wurden teilweise virale Hits mit Millionen von Views. Er erarbeitete sich so eine richtige Fanbase, der es zu gefallen schien, wie er versuchte, gigantische Mengen an Fastfood zu verzehren und dabei an seine körperlichen Grenzen geriet. Diese vermeintliche Anerkennung hatte für Nico Cardo jedoch fatale Folgen und auch wenn er mittlerweile über 2 Millionen Abonnenten auf YouTube hat, hat er auch innerhalb weniger Jahre sein Gewicht auf über 180 Kilo verdreifacht. Der Fall von Nico Cardo ist jedoch aus mehreren Gründen extrem tragisch. Denn Nico Cardo Avocado ist ein perfektes Beispiel dafür, welch drastische Folgen falsche Anerkennung im Internet haben kann. Für Nico Cardo, der aufgrund seiner schlimmen Kindheit und dem Mangel an elterlicher Zuneigung stets auf der Suche nach Anerkennung war, bestand anscheinend die einzige Option, respektiert zu werden, darin, seine eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Die Kommentare, die ihn dazu ermutigten, immer mehr zu essen, waren jedoch nicht zur Verbesserung seiner mentalen Gesundheit gedacht, sondern dienten vor allem zur Belustigung. Bezahlst du zu viel beim Online-Shopping der Zuschauer. Nico Cardo interpretierte sie jedoch als echte Anerkennung, weshalb sie ihn nur dazu anstachelten, immer und immer mehr zu essen. Die Mischung aus mentalen Problemen, fehlendem Selbstvertrauen und einer toxischen Internetkultur führten in seinem Fall also dazu, dass er für Klicks, die letztlich nur eine digitale Form von Aufmerksamkeit darstellen, sein Leben aufs Spiel setzte. Die ersten Kommentare, die sein übermäßiges Essen gefeiert haben, führten also dazu, dass er seinen positiven Content, der vermutlich auch an eine gute persönliche Entwicklung gekoppelt war, durch ein selbstzerstörerisches Verhalten ersetzte, das nur dem Zweck diente, immer mehr Aufmerksamkeit und damit auch Zuneigung zu bekommen.
Die Geschichte von Nicocado Avocado zeigt somit auch, wozu teilweise unbedachte Kommentare im Internet führen können. Was für die einen nämlich Entertainment und Belustigung ist, kann von einigen anderen als Aufforderung verstanden werden, sich selbst schlimme Sachen anzutun, nur um anderen zu gefallen. Wie ihr sehen könnt, ist es bei aller Anonymität im Internet deshalb trotzdem wichtig, wie man im Internet kommuniziert und sich immer der Tatsache bewusst zu sein, dass hinter jedem Gesicht, hinter jedem Kommentar und jedem Post, den man sieht, ein Mensch mit einer eigenen Geschichte und einer eigenen Psyche steckt. In einigen Fällen kann man als Zuschauer und Kommentator nämlich für das Schicksal von anderen Menschen mitverantwortlich sein. Zum Abschluss dieses Videos... Das ist auf jeden Fall... wichtiges Statement, so das sollten sich die Leute auch bewusst machen, ne? Ich habe das auch schon öfters gesagt, aber das Internet heutzutage hat es halt wirklich möglich gemacht, dass jeder jedem sagen kann, was er gerade denkt oder fühlt, so, und das kann dann zu Auswirkungen führen. Die Leute vergessen halt, dass die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, als Person des öffentlichen Lebens, auch Menschen sind. Und wie er eben schon gesagt hat, jeder Mensch hat irgendwo seine eigenen Probleme, Struggles aus der Kindheit, irgendwelche psychischen Sachen oder so. Und wenn dann diese Aufmerksamkeit aus dem Internet dazukommt und man nicht so richtig stabil ist und dann irgendwie, keine Ahnung, mal die falschen Kommentare kommen, irgendwas passiert, Shitstorm löst sich aus, du kriegst auf einmal Aufmerksamkeit für eine Sache, die eigentlich nicht nice ist, dann lässt man sich irgendwo davon lenken. Es hat einen Einfluss auf uns alle, die in der Öffentlichkeit stehen, was Leute in die Kommentare schreiben. So, es ist einfach Fakt und das ist halt jetzt einfach nur ein extremes Beispiel dafür, wo das hingehen kann, in welche Richtung. Deswegen, ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll mit dieser ganzen Internet-Social-Media-Geschichte. So, ob es irgendwelche Mechanismen geben wird in Zukunft, die sowas mindern werden oder nicht. Keine Ahnung, was sagt ihr dazu, Chat? Wollen wir jedoch noch zu einer positiven Wendung kommen. Vor einiger Zeit hat Nicocado Avocado nämlich angedeutet, dass er sein Leben radikal ändern will. Er hat gemerkt, dass sein Verhalten vor allem darauf ausgelegt war, anderen zu gefallen, während er seine eigene Gesundheit extrem beschädigt hat. Er hat sogar gesagt, dass er ab sofort versucht, wieder abzunehmen, um sich langfristig wieder positivem Content zu widmen, der ihm und anderen Menschen in schweren Situationen helfen soll. Stark. Zwar liegt nun ein langer Weg vor ihm, da sein krasses Essverhalten unter anderem auch zu einer Esssucht geführt hat, die vor allem auf psychischer Ebene schwer zu bekämpfen ist. Wenn sich Nicocado Avocado jedoch mit den richtigen Leuten umgibt, ist es nicht ausgeschlossen, dass er seinem Lebensende doch noch in letzter Minute von der Schippe gesprungen ist. Und das war's auch schon mit unserem Video über Nicocado Avocado. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt und ob ihr auch der Meinung seid, dass unüberlegte Kommentare im Internet gravierende Folgen haben können. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Krass. Wissenswert für mehr spannende Stories und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Wissenswert. Größter Hoden, größter Hintern, Digga. Das reizt mich gerade hier oben. Ich küsse dein Herz. Das ist crazy auf jeden Fall. Bro, der Arme, Alter. God damn. Also da siehst du wieder. Zum Glück gab es am Ende die positive Message, dass der Bruder sich wieder aus der Scheiße rausholen will. Digga, und das wird wahrscheinlich auch wieder interessant sein. Also am Ende des Tages für seine Aufmerksamkeit, für seinen Hype, für seine Klicks und so. Denke ich mal, dass es alles gut war, aber für seine Gesundheit, für seine Psyche etc., I don't know, Bro. Ich glaube nicht, dass das jetzt so gut war. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon krass. Das ist schon krass. Wie sensationsgeil aber die Menschen auch geworden sind, weißt du? Weil irgendwo sind die Zuschauer auch ein bisschen Zuschauer haben definitiv auch einen Einfluss auf den Content, der stattfindet, weißt du? Und wenn unmenschlicher Content oder Dinge, die einfach eine gewisse Grenze unterschreiten, gemacht werden und die Zuschauer das abstrafen würden und das nicht supporten, feiern und nach oben klicken würden, dann wäre es auch nicht so, dass viele Leute diese Grenze immer wieder überschreiten. Aber dadurch, dass es halt auch funktioniert, dass die Menschen halt so sensationsgeil sind, wird es immer funktionieren, wenn du eine gewisse Grenze überschreitest, dass sensationsgeile Menschen sich das dann reinziehen. Und vor allen Dingen, wenn du eingesperrt wirst zu Hause. Naja, man feiert Internet ab, aber am nächsten Tag sind solche Leute wieder vergessen. Ja, und man schreibt auch einfach mal einen Kommentar, du fetter Hurensohn oder du bist ein hässliches Stück Scheiße, da macht man das Internet aus und geht raus, Digga. Und du weißt nicht, was dieser eine Kommentar bei einem Menschen auslösen kann.
Du weißt es nicht, Digga, weißt du? Es kann sein, dass er sich genau wegen diesem einen Kommentar, weil das dann die Grenze überschritten hat, für ihn psychisch irgendwie glasvoll ist, Digga, sich dann das Leben nimmt. Und das ist auch schon passiert, weißt du? Deswegen, Bruder, seid einfach vorsichtig mit dem, was ihr schreibt im Internet. Egal in welche Richtung und in welcher Hinsicht, so. Übertreibt es einfach nicht. Versucht einfach, man sollte es den Leuten auch beibringen, auch in der Schule vielleicht schon, dass sie einfach versuchen sollen, menschlich zu sein, auch im Internet. Dass sie einfach nicht diese Menschlichkeit so ausschalten, sobald sie ins Internet gehen. Und da gibt es, glaube ich, sehr viele von.